Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum zweiten Teil dieser wunderschönen Weihkollektiv-Dokumentation. Ja, und damit hallo Tomate. Hallo Arti, da bin ich wieder. Und hallo junges Gemüse. Genau, wir schauen hier immer noch dieses Spy-Kollektiv-Video Hitler-Memes an Schulen. Verharmlosung der NS-Ideologie? Fragezeichen. Ja, vom Spy-Kollektiv, damit auch irgendwo von unseren Gebührengeldern bezahlt, weil die sind ja im Auftrag für die ARD, arbeiten die. Ja, So und gehört wir sich hatten schon das. ziemlich viel Spaß mit dem ersten Teil, weil es einfach ziemlich irre ist, was die hier für Fässer aufmachen. Also es geht Ja. letztlich, um das kurz zusammenzufassen, um irgendwelche edgy Hitler-Memes, die 14-Jährige posten und tun sich die ganze Zeit darüber beschweren, wie böse Rechtsradikale die doch deswegen sind. Ohne jetzt so richtig bis jetzt darauf einzugehen, ob das ne vielleicht halt einfach nur Spaß ist. Also weil halt Jugendliche gern edgy sind. Und weil Jugendliche eben nicht ideologisch gefestigt sind. Welche Überraschung, So, ja. und jetzt ist die gute Caro hier wieder zu Hause nach dem letzten durchzechten Abend und tut jetzt hier noch einen Kollegen ranholen. Und da machen wir Natürlich, mal der will auch los. bezahlt sein. Jo. Super viele Zuschriften bekommen und auch gemerkt, dass ich so meine Überraschung über dieses Phänomen, dass viele Leute das gar nicht teilen, eben weil sie sagen, ja, das gibt es schon lange und das findet überall statt. Für diesen Film recherchiere ich gemeinsam mit meinem Kollegen Josh. Ich fahre nach Essen und treffe Ben, der mit mir über das Teilen von Hitler-Content in Klassenchats reden will. Bei mir ist die Schulzeit zugegebenermaßen schon eine Weile her. Hitler-Content gab es damals noch keinen, aber ich habe schon verstanden. Die Zeiten haben sich geändert. Also sie hat jetzt noch einen Kollegen ins Boot geholt und der fährt jetzt erstmal nach Essen auf unsere Kosten zu irgendeinem Typen. Ich finde das Jetzt. immer wieder geil. Hä? Zu irgendeinem Typen? Also, was hat denn dieser Typ jetzt für eine Bewandtnis? Und vor allem, ich möchte nochmal drauf eingehen. Also, ganz ehrlich, das ist doch schon wieder so in. Kack. So, ja. Sorry, Bro, ja. Also, Er hat so einen Feldjäger-Rucksack mit so einer Ja, Feldflasche, das also, stimmt, ne? ja. Weil ich. Ja. Der sieht eigentlich noch irgendwo okay aus. Ja. Da müsste halt ein bisschen abnehmen. Aber, ja. Vielleicht läuft er nach Essen. Ja, Weißt wahrscheinlich, genau, der läuft meistens. Die Zeiten. Ben treffe ich aus seiner alten Schule. Dieses Jahr hat er Abi gemacht. Du bist Ben, ganz genau. Schön, Moin. dich kennenzulernen. Hallo, Guten Joshua, Tag. grüß dich. Ben hatte eigentlich eine gute Hast du Schulzeit, gestern sagt irgendwie er. abgehangen davon? Manches beobachtet er heute kritisch. Er erinnert sich zum Beispiel an ein ganz bestimmtes Lied, was man gerne auf dem Schulhof gesungen hat. Das Lied Erika, damals ein Marschlied bei der NS gewesen, gehört zur NS-Propaganda und das war über Instagram und TikTok lange Zeit sehr, sehr populär und das ist in der Schule gesungen und das wahrscheinlich ohne dieses Hintergrundwissen, okay, wir singen da gerade NS-Propaganda. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Oh, ich mach mal Stopp wegen Copyright. Aber Wir sind jetzt Arti, gerade in Essen, oder? Wir sind nicht mehr ja. in dieser Dorfschule da. Richtig, wir sind in Essen. Ganz kurz, Okay. Arti, das ist ja jetzt eigentlich genau das, was du vor uns erzählt hast in der ersten Folge, als es darum ging, dass ihr in der Schule immer als das Deutschlandlied gesungen habt. Also die Die Nationalhymne. Nationale, ja. Genau, das ist es, ja. Um halt den Lehrer auf den Sack zu gehen, oder weil es halt edgy ist. Und hier haben sie sich halt ein anderes Lied rausgesucht, gerade dieses Erika-Lied, das ist ja so oft jetzt in irgendwelchen Memes verarbeitet, in Aber irgendwelchen Videos. ja, ich mag dieses Erdbeben-Meme. Das kennst du wahrscheinlich auch, Ja, oder? na sicher, na sicher. Also, die sind ja da so am Stampfen immer, also zu dieser am Marschieren und dann kommen halt irgendwelche Erdbeben danach oder irgendwelche dicken Frauen rutschen aus, was weiß ich. Weil die Wucht so krass ist von dieser deutschen Truppe. Ich bin ja gespannt, ob er jetzt sagt, dass es deswegen gesungen wurde, weil es halt provoziert hat. Was ich mich jetzt noch ein bisschen frage, wie seid ihr denn auf diesen Typen gekommen? Also, ihr könnt mir doch mal erzählen, ja, ich habe irgendwie durch Zufall einen Typen in Essen gefunden, der mir jetzt was dazu erzählen kann. Also ich vermute, ich ahne so, dass der vielleicht irgendwie auch einen politischen Hintergrund hat, der Typ hier. Denke ich Also, auch, denke ich auch. dass er Ehrlich bei gesagt, einer ja. Art Antifa-Gruppe oder sonst was zugange ist. Also, weil sonst wärt ihr doch nicht auf den Typen gekommen. Also, ihr habt den gar nicht vorgestellt, also warum sprecht ihr denn mit dem? Ist es einfach nur von meinem Kumpel, der Neffe oder was hat das jetzt Ich meine, wir für eine könnten jetzt Bewandtnis? zurückgehen. Vielleicht haben wir es auch überhört wegen Nee, 1,3, haben wir aber nicht. es ist halt wirklich schon wieder schon sehr, sehr seltsam. Ja, Ja. okay. Diesen Text, den kennt eigentlich fast jeder aus der Stufe. Der Sound wurde auf TikTok über 11.000 Mal benutzt. Und obwohl die meisten Schüler wohl nicht wussten, was sie da singen, ist NS-Propaganda auf dem Schulhof eine gruselige Vorstellung. Ob die Lehrer das damals mitgekriegt haben, weiß er wenn nicht. Aber ganz ehrlich, als ich jetzt so im Vorfeld gehört habe, irgendwie Chat. Ich muss jetzt hier mal einhaken. Also,
Meine Fresse, was ist denn jetzt hier an diesem Erika-Lied? Warum ist das denn jetzt so in dem Sinne NS-Propaganda? Also mir fehlt da jetzt nochmal dieser ideologische Bezug. Also vielleicht kennen wir beide ja nicht den ganzen Text. Es blüht ein, ja, aber eben. Das, was wir davon kennen, ist halt harmlos. Es ist eigentlich ein Schlager, oder? Eben. Es, auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt, ja. Und das heißt Erika. Also, hä? Und tiefer geht der Text doch jetzt nicht. Ja, ich google jetzt hier Wikipedia, in dem Lied wird die naturverbundene Liebe zur Heimat besungen. Also es geht um Liebe zur Heimat. Also das ja, das ist, also da hört der Spaß auf. Also jetzt Kulak soll aus sein. Und der Komponist des Liedes trat in die NSDAP ein, in der NS-Zeit, wie halt so viele. Ja. Und deswegen ist das wohl so irgendwie NS-Propaganda, aber komisch. War das, also ich hätte jetzt erwartet, dass das dann so ein Marschlied war im Ostfeldzug oder sowas, was die da gesungen haben auf den Wegen. Also das nicht mal das, oder? Nicht. Ja, das ist wirklich schon wieder so ein denkbar schlechtes Beispiel. Vor allem, wenn ich jetzt hier den Artikel schon durchgehe. Also Bedeutung und Rezeption, das Lied wurde halt auch von anderen Leuten gesungen, also Tony Marshall oder so. Also ist ein Schlagersänger und Fernsehmoderator. Also er ist jetzt auch kein NSler oder so. Er hat einfach gesagt, das ist ein schönes Lied und das singe ich mal. Also. Ja, das ist einfach das, was die Internetkultur so ausmacht. Du hast irgendeinen beschissenen Scheiß, der wird dann auf einmal hochgespült. Wie diese, oh Gott, kannst du dich noch erinnern? Es gab doch mal diese altägyptische Öllampe-Meme oder was das auch mal war. Nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Das war auch mal für 2 Wochen populär. Keiner wusste, warum es eigentlich lustig war, aber durch die Wiederholung wurde es lustig. Okay, das muss ich nachher mal googeln, alles klar. Und so ist das doch hier. Ja, auf jeden Fall. Und auch einfach, ich meine, es geht ja auch immer, also dass wir uns immer so wiederholen müssen. Es geht ja einfach um diesen Schnitt, diese Schere, die ich angesprochen habe in der ersten Folge. Also du hast halt dieses Marschlied, was halt so zu marschieren ist, und dann hast du halt irgendein Video aus der neuen Zeit, zum Beispiel, wie gesagt, wo eine dicke Frau ausrutscht. Und das hat halt damit zu tun, weil die so hart marschieren. Oder du hast ein Erdbeben und eine Explosion irgendwo. Das ist halt diese Schere, weil das sind eigentlich Sachen, die so nicht zusammengehören können. Und dadurch ist es witzig. Ja. Irgendwie pardon, Entschuldigung, jetzt habe ich hier weitergemacht. Aber letztlich wollte ich es damit auch abschließen. Ja. Alles gut. Aber ganz ehrlich, als ich jetzt so im Vorfeld gehört habe, irgendwie Chats und vor allem was für Inhalte in den Chats, dann würde man irgendwie so eine Umgebung, Gymnasium, wahrscheinlich eher nicht so erwarten. Nee, also ich zumindest nicht. Vom Einzugsgebiet, die Leute, die wir hier auf der Schule mit hatten, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die waren halt alle aus bürgerlichen Häusern, viele aus dem Gendered Light, alles klar. Ergendert, der ist doch alles klar, der ist safe in irgendeiner. Also der ist safe irgendwo linkspolitisch verortet. Er war beim SPD-Jugendcamp und ist absolut überhaupt nicht gehirngewaschen geworden in der Zeit. Ja. Im eher wohlhabenden Einzugsgebiet. Auch hier an der Schule gab es übrigens eine Juniorwahl. Hier hätten CDU und FDP koaliert. Schaut mal in die Klassenchats. Hey, okay, jetzt hört der Spaß auf. Also jetzt verbieten. Ja, würde ich schon sagen. Also so eine Scheißkoalition, nee. Ja, weil es einfach dumm ist. Leute, wählt die AfD. Aber gut, wir hatten ja mal gesagt, du darfst einmal die FDP wählen, so als Jugendsünde. Ja. Das haben die schon in der Schule gemacht, also eigentlich recht clever, ne? Ja, man muss halt dann nur irgendwann aufwachen und merken, dass diese Parteien nichts bringen und nichts verändern. Und vor allem ursächlich verantwortlich sind für die ganzen Zustände hier im Land. Aber da würde ich den Leuten jetzt, also den Schülern sozusagen, gar keinen Vorwurf machen. Ich kenne so viele Unternehmer, die noch die FDP wählen. Wie, du sagst. Nach dem ganzen Jahr. Ja. Ah! Klar, also als junger Mensch macht man viel Dummes. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich in die Nessel setzen, aber ich war damals Grünwähler. Ja, also, du. Bis so Anfang 20 und dann bin ich halt hart aufgewacht. Das habe ich schon oft erzählt durch eine Reise nach Frankreich, wo ich die Zustände gesehen habe. Und dann ab da nur noch AfD. Ja. Könnte man was anderes vermuten. Ben erinnert sich, dass Hitler-Chats und Memes schon vor 4 Jahren auftauchten. Überwiegend Fragen nach Hausaufgaben oder was in der Klausur drankommt. Und auch hier tauchen dann auf einmal solche Sticker auf. Negativ oder jemand, der ein Schild hochhält. Zum Glück bin ich kein Neger. Genauso wie mein Neger vergasen, keep calm und Sieg Heil, Grundrechte genommen. Oder auch hier Anspielung. Aber erstaunlich, dass die nichts, also ich will nicht sagen, nichts Besseres gefunden haben, aber das ist ja das sozusagen aus unserer Folge 1, was sie uns als das Beste präsentieren. Ja.
Also da sind die ja nicht weit reingetaucht in ihr Hasenloch. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt fragt er nämlich nach dem Kontext. Moment. Kontext, also war das eine Reaktion? Das war einfach so frei in den Chat geschickt. Also ich denke, diese Memes und Sticker, die damals versendet wurden, wo halt ein ganz klarer rassistischer Inhalt mit drin ist, die waren eher weniger aus einem politischen Hintergrund geschickt worden, sondern einfach zur Belustigung, dass die Leute das damals gar nicht mit einer politischen Verbindung gesendet haben, auch wenn es natürlich falsch ist. Ja, Mensch. Ja, wow, also immerhin verbiegt er sich nicht, sondern sagt halt so, wie es ist. Ja, ja, das muss stimmt. Ich ihm schon mal Props geben, wie man so schön sagt. Was führt das, Ben? Deiner Meinung nach? So eine Abstumpfung in dem Bereich, dass man einfach nicht mehr sensibel dagegen ist, was rechte Inhalte sind, was vielleicht auch rechte Propaganda ist. Und wenn man damals zu solchen Sachen Stellung bezogen hat, sowas kritisiert hat und meinte, dass es vielleicht... Du bist ein ganz lieber... Also würde ich auch widersprechen, ehrlich gesagt. Ich auch. Aber also jetzt gerade, ich finde, der macht es gerade so lieb und brav für die Kamera. Ja, ja, ich bin nicht böse und ich habe es verstanden. Und also so der Musterschüler, politische Musterschüler. Ja, klar. Sonst wäre er nicht in der Doku. Ne? Eben, sonst wäre er nicht in der Doku, ja. Wenn man damals zu solchen Sachen Stellung bezogen hat, sowas kritisiert hat und meinte, das ist vielleicht mehr als geschmacklos sowas, einfach ein rassistischer Sticker, war man natürlich auch ausgegrenzt, weil alle Leute haben gesagt, ach, das ist ein Spaß, was wir hier machen. Okay, krass, hast du das gerade gesehen, wie er so in die Kamera geschaut hat? Christian Schwarzenegger sagt... Nee, das ist mir ein bisschen entfallen. Ist das Auge kurz so nach sein rechts gehuscht zur Kamera hin? Jetzt haben wir hier nochmal Schwarzeneggers schmächtigen Cousin, Christian Schwarzenegger. Er sieht halt eher so aus wie Bud Spencer ein bisschen. Ja, ja, unbedingt. Doch, wirklich, wirklich. Und ich liebe ihn, also Bud Spencer. Stimmt. Ja, ach, Christian Schwarzenegger. Auch mit dem Hemd, das passt so richtig. Ja. Okay. Mal sehen, was jetzt hier abgeht. Christian Schwarzenegger sagt, es ginge dabei nicht unbedingt um die politische Aussage. Also gerade in so einer Phase des Heranwachsens ist ja Abgrenzung gegenüber Autoritäten, gegenüber Normen so eine ganz wichtige Ressource. Und wir leben gleichzeitig heute in einer Gesellschaft, die auch so liberal geworden ist, dass es schwierig ist, noch so bestimmte Grenzen oder Reibepunkte überhaupt zu finden. Also was muss ich tun, um noch zu zeigen, ich stelle mich ein Stück weit außerhalb? Also kurz, die hätten auch uns fragen können. Oder? Ja. Und ja, nicht irgendein also, Professor da hier an aber seiner immerhin, Arbeit abhalten. Ich meine, man muss ja anerkennen, dass er, was er gerade gesagt hat, war 100% richtig. Der hat das, finde ich, sehr schön analysiert. Also klar, dem geht es darum anzuecken und das sagt er ganz richtig. Heutzutage eckst du halt an, indem du diese liberale Gesellschaft irgendwo weitestgehend ablehnst und das machst du halt, indem du den krassen Gegenentwurf dazu nimmst. Das war halt die NS-Herrschaft. Ja, wie die 68er halt angeeckt sind mit ihrem Freie Liebe Kommune 1 Kram, ne? Richtig, weil das damals so gegen die normale Ehe ging. Ja. Ja. Das war dann das andere Extrem, ja, diese freie Liebe, also was ja auch jetzt nicht praktiziert wird mehr, in dem Sinne, also, dass alle in Kommunen leben, aber es war halt damals so dieses Gegenextrem. Ja. Oder ich entsinne mich noch an die, oder ich kann mich noch erinnern an die Bilder von den Punks in den 80ern, die dann so mit der Ratte auf der Schulter so durch die Gegend gelaufen sind. Ja. Aber wir haben ja noch 9 Minuten vor uns, also ich habe das Gefühl, das wird jetzt in die richtige Richtung gedreht. So, was ist denn jetzt hier, was gebaut wird? Moment. Es tauchen schließlich auch Sticker offline auf, nämlich in der Nähe der Schule, die eindeutig rechte Inhalte wiedergeben. Da steht zum Beispiel über Wehrmachtssoldaten, sie waren die besten Soldaten, die wir je hatten. Ob Schüler die geklebt haben, weiß man nicht. Heute sind die Sticker mit Antifa übermalt. Wenn ich rechtsextreme Sticker klebe. Und das ist jetzt besser. Cool. Ich glaube, du bist gemutet. Nee, ich wollte dich erstmal ausreden lassen. Ich bin gerade die ganze Zeit so, also jetzt dieser Spruch, sie waren die besten Soldaten, die Deutschland je hatte. Also jetzt militärhistorisch. Könnte man sich darüber ernsthaft unterhalten. Also ich meine, das war wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Armeen. Also dieses, so, ich bin jetzt auch nicht so ganz hart drin, aber was ich so verstehe, ist, dass dieses Konzept, wie an der Front vorgegangen wurde, mit diesen kleinen Einheiten, die mehr oder weniger autark agiert haben in ihrem Frontbereich, das wird zumindest in USA und in Russland und in China schon als sehr fortschrittlich gesehen und sehr erfolgreich gesehen. Auf jeden Fall, das war auch generell so ein Merkmal vom Zweiten Weltkrieg, dass man da weggegangen ist von diesen Städten, von diesen großen Verbänden, Verbänden, genau. So, ich denke da an Bürgerkriegsfilme oder so, weißt du, wo halt 100 Leute auf einem riesigen Feld sind gegen andere 100 Leute und dann wird gleichzeitig gesagt, leg an und schieß. Ja. Und klar, Zweiter Weltkrieg war alles sehr individuell.
Auf beiden Seiten natürlich. Ja, naja, egal. Ich fand das jetzt zum Beispiel schon wieder, ach, ich weiß nicht. Also klar, es ist ein rechter Sticker, würde ich schon so einordnen. Also wenn man jetzt positiv spricht gegenüber Wehrmachtssoldaten. Aber das war für mich jetzt auch noch nicht so ganz hart. Also da fehlt mir irgendwie noch was. Heute sind die Sticker mit Antifa übermalt. Wenn ich rechtsextreme Sticker klebe, die also gar nicht anders zu verstehen sind, dann ist da auf jeden Fall irgendwas nicht richtig. Und da kann man auch nicht mehr sich entschuldigen mit, ach, das habe ich aber als Spaß gemeint, diesen Sticker. Weil rechte Propaganda im Internet zu bestellen, unterstützt ja eben auch diese rechten Kreise. Ben sagt, er habe weder im Real Life noch online rechte Sticker verbreitet, sich aber auch nicht gegen das Teilen ausgesprochen. Aber er macht klar, sobald er sich politisierte, stand er links von der Mitte. Ja, wer hätte es, wow, wer hätte es gedacht, dass du links von der Mitte stehst? Imagine my shock, ja, wie der eine Typ da immer sagt. Der Porsche aus dem Fotzen. Imagine my shock. Stellt euch jetzt die dicken Lippen von Porsche aus dem Fotzen dazu vor. Ja. Rechnen uns diese beiden Mädchen an. Anna, Jüdin und hier rechts im Bild, war selbst nicht auf Bens Schule. Hatte aber Warte, stopp, die sprechen uns an. Also, was sind denn das für Leute, mit denen ihr sprecht? Das sind überhaupt keine Experten oder Leute, die irgendwas gemacht haben, die man mal interviewen könnte, die interessant sind, sondern einfach buchstäblich irgendwelche Jugendlichen. Ja, hier, ey. Aber ich auch sie ist ja sogar noch Jüdin. Also das musste man jetzt unbedingt noch reinbringen, ja, weil rechts ist dann automatisch Holocaust und dies, das. Ja. Oh, Meine Fresse. Okay. Rechts im Bild war selbst nicht auf Bens Schule, hatte aber viele Freunde von dort und möchte erzählen, wie sie diese Zeit erlebt hat. In der Oberstufe besonders gab es super krasse Probleme mit rechten Inhalten auf jeden Fall. Also auch in der Klassengruppe und in der Oberstufengruppe und so wurden Sachen weitergeschickt und es wurden sehr viele Hitlergrüße gemacht und sehr viele Judenwitze. Und Hitlergrüße, also das heißt, Menschen haben nicht nur in irgendwelchen Chats, sondern eben tatsächlich auch miteinander. Ja, voll. Das passiert. Ich muss diese mal kurz passieren. Was heißt denn hier Judenwitze in Anführungszeichen? Sind die das Witze, heißt, die sind nicht lustig oder sind sie lustig? Wahrscheinlich. Also, wenn die Witze über Juden sind, sind es Judenwitze. Wenn die Witze über Christen sind, sind es Christenwitze. Oder? Ja. Hast du nicht gesehen? Also, hä? Musst du das doch in Anführungszeichen setzen? Ja, der geht safe darum. Ja, Judenwitze, also das sind keine Witze. Das ist sollte ein Scherz sein, aber es ist ja wegen der historischen Verantwortung, kann es nicht lustig sein. Bla, 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 Mann. Ja. Witze sind Witze, das passiert denn nicht. Ja, Entschuldigung. Diese Grenze wurde gar nicht eingehalten, was eigentlich schwarzer Humor ist und wo fängt halt wirklich dieser Antisemitismus an. Und was die Grenze das ist, bestimmst du oder was? Das so an, immer diese Aussagen. Ja, also genau das, was du gesagt hast. Ja, die Grenze, die bestimmt niemand. Also, das wird, wie Katrin Göring-Eckardt sagen, würde im täglichen Miteinander täglich ausgehandelt. Die Grenze ist, ob Leute lachen oder ob sie halt sagen, Junge, du warst jetzt gerade sehr viel drüber. Und eben. Wie du schon sagst, die ist halt schwammig, ne? Ist extrem schwammig, klar. Anna sagt, irgendwann gab es gar keine zweite Ebene mehr oder nur den Versuch eines Witzes. Wo ich dann von den ganzen Leuten einfach antisemitische Sachen gehört habe, auch die gegen mich gingen. Also wirklich, ja, du bist halt Jüdin und so ein Scheiß. Ich habe jetzt Stimmen gehört. Und das war jetzt übrigens, fand ich jetzt schon wieder so ein Trick, dass aus dem Off nochmal so erklärt werden musste, ja. Ne, dass am Ende gar kein Witz mehr war, sondern dass es ernst gemeint war. Richtig. Das ist, und das ist lass so ein typisches... Lass dir das doch selbst sagen. Ne? Genau, und das ist so ein typisches Y-Kollektiv-Ding. Es haben sich ja auch viele zum Beispiel gestört an dieser Doku über Antifeminismus. Da gab es wahnsinnig viele Reaction-Videos auch aus unserer rechten Blase. War das nämlich genauso. Aktualist, war das die? Genau. Ah, ja, die haben sich irgendwelche Mädels genommen, die halt eher für traditionelle Werte stehen, und haben sich da so ein paar Punkte rausgepickt, paar Sätze und haben immer davor und danach genau ihre Schlussfolgerung, die man jetzt daraus ziehen soll, gesagt. Und hier war es jetzt genauso. Er sagt halt vorher, was Sache ist, und dann sagt die halt so, dass man sagt, ja, das stimmt schon. Ja, und jetzt zum Beispiel mit der Sache, ja, dass sie was sagen gegen die, weil die Jüdin ist, und also ich zweifle es nochmal an. Besser also, als diese Off-Geschichte wäre ja gewesen, wenn sie jetzt also zum Beispiel nicht zum Punkt kommt in ihren Ausführungen, weil sie ein bisschen unsicher ist in der Wortwahl, dann einfach nachzufragen, meinst du das so und so oder meinst du das so und so, um das so ein bisschen einzudampfen und dann sagt sie halt so und so, ich meine das so und so, ne? Das wäre doch viel entspannter als diese, so und das hat sie übrigens gemeint und Quelle, trust me, Bro. Ja. Ich wollte nur ganz kurz jetzt nochmal auf das Thema Juden eingehen.
die haben ihr, also so klang es jetzt bei ihr, haben ihr das irgendwie zum Vorwurf gemacht, dass sie Jüdin ist. Aber ganz ehrlich, ich würde das auch da mal wieder bezweifeln. Also sie haben sich das sicherlich rausgepickt, hey, du bist Jüdin, aber sie haben sie bestimmt nicht nur deswegen angegangen, weißt du? Also ich meine, die haben sich einfach was rausgepickt. Wenn du jetzt irgendjemanden mobben willst, egal wen, dann pickst du dir halt von dem eine bestimmte Eigenschaft raus, die heraussticht, und dann machst du darüber dumme Sprüche. Und so wird es halt bei ihr sein, weißt du? Alle sind irgendwie atheistisch oder christlich und sie ist die einzige Jüdin in der Klasse. Mhm. Du willst die triggern, dann sagst du halt irgendeinen Judenspruch. Mhm. Ja, klar. Gut, aber ich würde es so vermuten. Natürlich kann ich das jetzt also auch nicht sagen. Ich war nicht dabei, hast du nicht gesehen, aber es wäre jetzt nur von außen irgendwie meine Ahnung. Ich bin halt immer noch verwirrt, dass wir von Essen reden. Also wir reden jetzt nicht von von so einem Gymnasium auf dem Land, sondern Essen. Also da hätte ich jetzt irgendwie andere Probleme aus einer anderen Richtung erwartet. Hm. Vor allem Essen in NRW, also... Ja, ne? Ne? Also wie recht soll das sein? In fucking Essen. Also, warte mal, ich google mal Essen-Wahlergebnisse. Wahlergebnisse. CDU, FDP? Wie in der Schülerwahl? Hier, warte, was ist die letzte gewesen? Landtagswahl 2022. So, SPD 32%, CDU 30%, Grüne 18%, FDP 5%, Die Linke 2%, AfD 5,8%. Also so ein richtiges Land aus den 80er Jahren mit den SPD und CDU, wenn man so möchte. Genau. Und die neuen Parteien ziemlich abgeschlagen. Grüne noch mit 18%. Also man kann aber sagen, 52% der Leute haben was Linkes gewählt. SPD, Grüne, Die Linke. Und deutlich weniger CDU, FDP, AfD. Deckt sich halt überhaupt gerade mit dem Klang, den die Reportage hier vermitteln will. Nee, gar nicht. So, das schön. Gehört, die gesagt haben, es wurde eher so zum Spaß alles irgendwie verschickt. Du sagst jetzt, du würdest schon sagen, dass da eine gewisse rechte Gesinnung oder zumindest... Auf jeden Fall. Also Entschuldigung, aber das, was ich erlebt habe, ich würde schon sagen, es gab auch Leute, die das wirklich aus Witz gemacht haben und die dachten, das ist einfach lustig und ich mache jetzt mal mit. Aber ich kenne auch wirklich Leute, die dadurch in eine rechte Szene gerutscht sind. Anna und Ben haben die aus... Die sind durch Memes in eine rechte Szene gerutscht. Okay, nur gut. Und sie ist jetzt Jüdin? Ja, die rechte ist Jüdin, die Blonde. Mhm. Also... Ja. Jetzt können mich mal die Zuschauer Fakt checken, aber Tattoos sind die nicht erlaubt? Du hast 100% recht. Nee, das oder kann bin ich dir jetzt völlig bescheuert? Nee, das kann ich dir sogar sagen. Das kann ich dir sogar sagen. Im Judentum sind Tattoos nicht erlaubt. Das kann ich dir sogar sagen. Woher ich das weiß, dummer Funfact, zum Beispiel der Sänger von Disturbed, der ist so eine Metalband, der ist Jude. Und das ist deswegen ziemlich auffällig, dass er einer der wenigen Metal-Sänger ist ohne Tattoos. Und der Grund ist halt, weil er Jude ist. Oh. Also deswegen weiß ich das, ja. Also es ist tatsächlich, widerspricht dem Judentum. Da läuft bei ihr. Anna und Ben haben die Aussagen der Mitschüler unterschiedlich interpretiert, wie gefährlich es ist, wenn man zwischen Witz und Ernst nicht unterscheiden kann, macht Christian Schwarzenegger klar. Wenn man nicht mehr eindeutig identifizieren kann an dem, was Menschen sagen, dass sie rechtsextremes Gedankengut haben, das schützt Rechtsextremismus. Ich möchte verstehen, wie... Und da muss ich einhaken, weil das ist ja halt Blödsinn. Also die beste Satire ist ja die, wo du nicht weißt, ob es jetzt noch ein Scherz ist oder ob es über Ernst ist. Meiner Meinung nach zumindest. Also ich würde dem da eben nicht widersprechen. Also klar schützt das dann in dem Moment den, der den Witz macht. Weil so ist es doch auch mit Linken. Also nehmen wir jetzt Jan Böhmermann zum Beispiel. Der tut die ganze Zeit irgendwelche linksextremen Punkte raushauen. Und kann die halt sagen, weil er das eben unter dem Deckmantel des Witzes macht, der Satire. Ja. Und so muss man ja ehrlicherweise sagen, ganz objektiv geht es natürlich auch in die andere Richtung, nach rechts. Also wenn ich jetzt irgendwelche rechten Punkte vermitteln will, dann mache ich das halt die ganze Zeit in Witzen. Das würde ich denen jetzt tatsächlich gerne absprechen. Ja, klar, okay. Das stimme ich zu. Ich meinte bloß halt, die besten Witze sind ja die, wo du... Oder die beste Satire ist meiner Meinung nach die, wo du so ein bisschen überlegen musst, also wo es nicht ganz klar ist, wie es jetzt gemeint ist. Also so eine Lisa so Eckert und so, die, oder South Park, ne? Die da so immer schön auf dem Gipfelgrat so lang balancieren, des Sagbaren. Auf jeden Fall, das stimmt, ja.
Lehrkräfte mit solchen Situationen umgehen und spreche mit einer Lehrerin, die im Referendariat einen auffälligen Schüler unterrichtet. Wir haben sie nachgesprochen. Zum einen hat er im Theaterkurs, wo jeder mit einem selbstgewählten Satz Sprechübungen machen sollte, den Satz gewählt, Adolf Hitler war ein guter Mann. Im Geschichtsunterricht hat er demonstriert, wie ein Hitlergruß geht und sich inhaltlich überhaupt nicht distanziert und hat gesagt, dass es gut war, was Hitler gemacht hat, insbesondere mit den Homosexuellen. Das sei schon richtig so. Die Situation habe ich immer wieder mit meiner Betreuungskraft besprochen und die blieb dabei, dass man da nichts machen kann. In der Alter, also ich würde das nicht mal bezweifeln, aber das, ich meine, wir reden hier von einem einzelnen Jugendlichen und das ist doch mal wieder, wir müssen immer das Gleiche sagen, das ist doch das Parade-Edgelord-Verhalten von Jugendlichen. Also er pickt sich halt was raus, was du halt heute überhaupt nicht sagen darfst und sagt das immer in der Schule. Wow, große Erkenntnis. Hitler, wenn wir nochmal zurückgehen, wo hat sie jetzt diese Frau her? Das war mir. Das ist, ja, okay, das ist irgendeine Lehrerin, mit der die gesprochen hat. Okay, Moment, hier geht es los. Zum einen hat er im Theater. Achso, Moment, du musst nochmal zurück, bitte. Ja, ab hier. Dass sie rechtsextremes Gedankengut haben. Das schützt Rechtsextremismus. Ich möchte verstehen, wie Lehrkräfte mit solchen Situationen umgehen und spreche mit einer Lehrerin, die im Referendariat einen auffälligen Schüler unterrichtet. Wir haben sie nach. Aha, die hat. Also ohne Referendariat. Also, das ist jetzt ja wirklich so. Das haben wir uns ausgedacht, TM. Oder? Also mit nichts, nicht hier Lehrerin an Schule XY, die nicht erkannt werden möchte oder sowas. Ja, vor allem nachgesprochen. Nichts. Also das kann ja jetzt jeder sein. Also dass man wenigstens irgendwie von der so das Gesicht irgendwie im Dunkeln zeigt oder so, weißt du? Und dann die Stimme irgendwie so verstellt. Aber so nachgesprochen, du siehst halt hier einfach die Tante, die Caroline von der Gröben dazu. Also ja, das ist irgendwie dämlich gemacht tatsächlich. Was sind überhaupt für eine Banane rechts? Was soll die scheiß Banane? Auf jeden Fall, guck mal, da ist eine 8 für Hitler. Oh shit, oh shit, das ist ein Rechtsextrem. Ja. Aufpassen. Ausbildung bringt man Lehrern gar nicht bei, wie man in solchen Situationen verfahren soll. Und immer wieder hören wir auch, dass Schulen Vorfälle aus Angst um den Ruf der Schule nicht zur Anzeige bringen. Manchmal greifen sie aber doch durch. Ich spreche mit Max. Seinen Namen haben wir geändert. Er ist. Also ganz kurz, bloß einhaken. Jetzt. Lehrkräfte oder Lehrer werden prinzipiell kaum auf irgendwelche real existierenden Situationen vorbereitet. Ja, also du lernst im Lehramtsstudium irgendwelche Ausbildungstheorien oder Lehrtheorien, wie man das Wissen vermittelt, und dann bist du das erste Mal vor Ort und ja, alles fällt in sich zusammen und du musst dich da durchbeißen im besten Fall oder du resignierst. Ja, ich habe tatsächlich im Freundeskreis ziemlich viele Lehrer, also es ist irgendwie ein bisschen absurd, wie viele das sind. Und die erzählen genau dasselbe, wie du sagst. Also, dass das im Studium halt sehr verschult ist. Also, du hast jetzt, du hast ja so Fächer wie Didaktik, aber dass du da halt keine praktischen Übungen hast in dem Sinne oder wenn dann sehr, sehr wenig, dass es halt alles Theorie ist. Mhm. Und nur weil einer eine 1 hat in der Klausur, der da gut lernt, heißt das noch lange nicht, dass der eine Klasse gut unter Kontrolle hat. Also weil das erfordert dann nochmal ganz, ganz andere Techniken, die du dir komplett neu aneignen musst, wie du mit so einer Klasse sprichst. Vor allem, wenn es halt irgendwie eine Problemklasse ist, die dir auf den Sack gehen will und du solche Typen dabei hast. Das Problem hast du ja auch auf Unis, ne? Du kannst da irgendwelche hochkarätischen Professoren haben, die zwar in ihrem Fach richtig geile Forschungsergebnisse erzielt haben, aber wenn die dann vor den Studenten stehen und da rumstottern und das Wissen nicht vermitteln können, dann sind die halt für den Lehrpart einen absoluten Totalausfall. Ne? Absolut. So, und jetzt redet die, glaube ich, mit, ich mache mal ganz kurz davor. Redet schon wieder mit Quelle, trust me, bro. Mit irgendeinem 14-Jährigen, Moment. Manchmal greifen sie aber doch durch. Ich spreche mit Max. Seinen Namen haben wir geändert. Er ist 14, als eine Mitschülerin dem Lehrer erzählt, dass er und Freunde verfassungsfeindliche Symbole in die Klassengruppe schicken, also Hakenkreuze, SS-Runen. Ja, auf jeden Fall ist dann die Polizei zu uns in die Schule gekommen, hat uns aus dem Unterricht rausgezogen. Und dann hatten wir halt mit denen so ein 4-Augen-Gespräch oder 6-Augen-Gespräch, weil der Direktor auch noch dabei war. War dir das so klar, dass das verboten ist, diese Symbole unbedingt zu schicken? Also ich wusste, dass das verboten war. Aber im Moment fand ich es halt einfach, oder fanden wir es lustig. Habt ihr denn jemals bei... Aha, guck an. Also ich bin wirklich überrascht, dass jetzt tatsächlich mal einen, der das gepostet hat, bringen. Und der, ja, Wasser auf unsere Mühlen ist, ne? Also... Denkst du nicht? Nee, alles gut, alles gut. Ich denke gerade über was anderes nach. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann.
Also, ich finde es auch irgendwie beängstigend, eigentlich. Du hast hier einen 14-jährigen Jungen, der postet irgendeine Scheiße. Also er macht jetzt nichts, der geht jetzt nicht auf die Straße, der ruft so nichts auf, er postet halt dumme Bildchen. Dann kommt die Polizei bei dem an. Also, Ach so, ja, das. finde ich irgendwie komisch. Also, gut, klar, wir müssen uns nicht unterhalten, wir haben nun mal verfassungsfeindliche Symbole, die es gibt, aber du hast ja eigentlich auch jetzt zum Beispiel von wegen Hakenkreuz, hast ja irgendwelche Themen, dass du das posten darfst, wenn du dich dagegen positionierst oder das in dem pädagogischen Kontext machst oder in dem künstlerischen Kontext. Und da frage ich mich, könnte das nicht vielleicht auch irgendwo für Memes gelten? Also gut, es muss halt rauskommen, dass das wirklich jetzt dass man sich nicht gemein macht mit dem NS-Ding. Das ist Ah, halt das ist schwierig. bei Memes, wie du Ja, sagst, sehr ja. schwierig. Aber es ist halt so, irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja. Also, ich weiß nicht, du postest dieses Meme, was wir da vorhin hatten hier, mit All I Want for Christmas. Und auf einmal tritt dir so eine Hundertschaft die Tür ein. So. Ja, vor Was? Wo allem, leben wir denn hier? weil dich eine Klassenkameradin verpfeift, kommt dann die Polizei bei dir an. Also auf die wäre ich auch richtig sauer. Am Schicken darüber nachgedacht, dass euch das, sag ich mal, in solche Schwierigkeiten bringen könnte? Nee, das nicht. Hatte das zu irgendeinem Zeitpunkt den Hintergrund, dass du eben damit sympathisiert hast? Nee, also, ich meine, so mein Dad ist selber Tunesier, also Ausländer. Ich bin selber halber Ausländer, so. Ja, okay. Das ist jetzt wieder mein Humor. Warum? Ne, so der Klatzenkalle ist Tunesier. Ja, und wird deswegen auch nicht gezeigt, weil dann kann es keiner mehr ernst nehmen. Sie muss ja selber lachen, ich finde es super. Ja. Ich bin selber halber Ausländer, so. Ich fand es einfach nur lustig. Also, ich denke mir, ich habe nicht gedacht, na, scheiß Ausländer oder Hitler geil oder. Nee, gar nicht. Er sagt, er hätte sich gewünscht, dass man nicht sofort die Polizei gerufen hätte. Ich weiß aber gar nicht, ob das so schlecht ist. Denn ich glaube, durch diese fehlende Konsequenz, die eigentlich in den meisten Schulen zu herrschen scheint, sendet man irgendwie auch das Signal aus, ach, das ist doch nicht so schlimm. Aha, Caro. Okay, darüber möchten wir jetzt mal reden. Also, wie wäre es denn jetzt mit irgendwelchen linksextremen Witzen? Würdest du dasselbe denken? Also, wenn du jetzt, naja, ich meine, du hast ja auch Linksextremisten, Leute, die unsere demokratische Grundordnung ablehnen von links. Wenn die jetzt irgendwelche Memes posten, fändest du das da auch komisch, wenn dann sofort die Polizei auf der Tür Ja, steht? aber Ich the denke left schon. can't meme, das ist ja das Ding. Ja, gut. Gut. Aber also für mich hat das jetzt hier dieser Satz irgendwie ein hartes Geschmäckle. Natürlich willst du das, dass die Polizei da ankommt, weil du halt gegen rechts bist und der es sofort unterbinden willst. Alles, was da passiert an politischen Umtrieben. Ich gebe dir mal ein Meme hier. Wie heißt du nochmal? Caro. Ja. Caro vom Saufberg. Du hast eine Höcke in Sträflingskleidung und drunter steht, Gulag soll auf sein. So, viel Spaß. Jetzt kannst du da Sticker rumkleben. Und fändest du es jetzt geil, wenn da die Hundertschaft einrückt oder nicht? Ja. Irgendwie auch das Signal aus, ach, das ist doch nicht so schlimm. Max wird damals wegen Volksverhetzung angezeigt. Die Anzeige wird aber wegen Geringfügigkeit fallen gelassen. Heißt das, man sollte diese Art des Humors bei Jugendlichen einfach hinnehmen? Sowohl ich in meiner anderen Ja. Recherche als auch Josh in Essen hören eigentlich von den Ja. Schülern immer das gleiche Argument. So, ja, ist ja nur schwarzer Humor, alles nur Spaß. Und ich glaube denen auch, dass sie das so meinen. Ich habe jetzt aber herausgefunden, dass ganz in der Nähe von der Schule, wo Josh gestern war, nämlich 20 Autominuten entfernt, letztes Jahr ein Amoklauf vereitelt worden ist. Da hatte ein Schüler Bomben zu Hause gehortet, Waffen. Und er hat ein rechtes Manifest geschrieben. Wir treffen Julian, 18 Jahre alt. Er war mit Jeremy, dem potenziellen Amokläufer, bis zur 10. in einer Klasse auf der Realschule, wo er sich radikalisiert haben soll. Den Anschlag plant er auf der weiterführenden Schule. Während die beiden in eine Klasse gehen, sind NS-Witze und Symboliken in der ganzen Klasse ein Problem. Im Prinzip ähnliche Geschichten wie bei den anderen Schulen. Auch manche Leute, auch in meiner alten Klasse, die sehr rechts waren oder rechts rüberkamen. Ein Klassenkamerad von mir hat Hakenkreuz an eine Tafel gemalt. Oder manche sind reingekommen mit Hitlergruß. Ich muss jetzt hier mal kurz pausieren. Also das ist mir jetzt gerade schon wieder so eine typische Wahlkollektiv-Scheiße. Also die tut von vornherein, bevor der noch irgendwas sagen kann, alles schon vorwegnehmen. Also dieses ganze Ding Ja. jetzt hier, der hat ein rechtes Manifest geschrieben und so, das ist ja nochmal ein Riesending. Das wäre ein Stoff für eine eigene Doku. Also, und das wird jetzt mal so in zwei Sätzen gesagt und ja, Quelle Twasmibau. Also. Also mich wundert es halt, weil wenn das doch passiert wäre, dann wüssten wir doch davon, Ja, oder? wir wüssten das doch. Das wäre Und doch in ich höre es allen zum ersten Nachrichten Mal, aber gekommen. ich lebe auch manchmal unterm Stein, deswegen. Ich habe das auch noch nie gehört. Also, das
Wie du sagst, also wir wüssten das eigentlich als politisch interessierte Menschen, die halt oft Nachrichten und so schauen oder sich irgendwo informieren. Das finde ich ganz eigenartig. Und es hatte gerade wieder diesen Korrektivklang so. Die waren da in einem Hotel, das war 6 Kilometer von der Wannsee-Konferenz entfernt und hier so 20 Fahrtminuten entfernt war ein Anschlagsversuch oder was, ne? Wie sie das so da formuliert hatten, also schön. Die sehr rechts waren oder rechts rüber kamen. Ein Klassenkamerad von mir hat Hakenkreuz an die Tafel gemalt oder manche sind reingekommen mit Hitlergruß. Über Jeremy erzählt er. Ja. Er kam auch öfters in Armeeuniform zur Schule und immer Witze, so rechte Witze gemacht. Gesagt hat dazu keiner. Es tut mir leid, dass ich nochmal frage, aber wir sind in Essen immer noch, oder? Ja, jetzt sind wir in einem Ort 20 Kilometer von Essen entfernt, darum geht's ja. Achso, 20 Minuten, richtig, sowas. Ja, oder ja, so. Ja, genau. Okay, dann sind wir jetzt hier in der Provinz und da ist das wieder okay. Ja. Wir sind halt immer noch in NRW, muss man halt dazu sagen. Das hat Julian bei Jeremy beliebt. Der hat eigentlich auch recht viele Freunde in unserer Klasse und auch außerhalb der Klasse. Mit dem konnte man auch gut arbeiten und reden auch. War auch öfters mal Lehrerliebling vom Inhalt her, also hier Klasseninhalt. Der hat viel zum Unterricht beigetragen. Ja, wahrscheinlich vor allem in der Geschichte. Ja. Also war das für dich einer von den Alter! Hatte, oder ist dir schon aufgefallen, dass der vielleicht ernster macht als andere? War anfangs, also als in meiner Klasse war, eher so wie die anderen auf dem Level. Ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel. Wenn man dir jetzt vorher gesagt hätte, jemand, den du kennst, wird einen Amoklauf versuchen, hättest du dann schon direkt an ihn gedacht oder wäre er gar nicht der erste gewesen, der dir eingefallen? Ich denke nicht, dass er der erste wäre. Nee? Ich wüsste gar nicht, wie mich das zuordnen könnte. Was Julian hier sagt, sollte hängen bleiben. Da sitzt ein Schüler, der einen Amoklauf plant, mitten in der Klasse. Und im Prinzip macht er seine rechte Einstellung auch klar, nur dass das gar nicht auffällt, weil, was er sagt, hier längst salonfähig ist. Also, es kotzt sich an, dass die ganze Zeit rechts und rechtsextrem da hart vermischen, ne? Ja, es ist ja für diese alles dasselbe. Ja, ja. Also, ich kann zu dem Segment hier gar nichts sagen. Also, irgendwo ist bei mir so ein harter Zweifel dran, wie du es gesagt hast. Wir hätten eigentlich davon gehört. Also, ich kann das deswegen hier mit gutem Gewissen weiter kommentieren. Also, ich halte es für Unfug irgendwo. Ich finde den jungen Mann zumindest hier relativ reflektiert für sein Alter. Also, ja, doch, auf jeden Fall. Der vor Kameras gut. Und so, da so das zu machen, ist schon Respekt. Ja. Aber irgendwie, diese Schlussfolgerung, wie gesagt, das ist mir jetzt alles zu schnapp ab und zu Y-Kollektiv-mäßig. So, wir sagen jetzt, was ihr denken sollt und ja, das ist halt so, Quelle glaubt uns. Wir sind ja auch fast durch. Also das war zwar ist wahrscheinlich der große Höhepunkt. Eben, das ist wahrscheinlich der Höhepunkt. Richtig. Christian Schwarzenegger warnt. Wir laufen da schon auch auf eine Situation zu, wo letztlich das Schreckenspotenzial, das Warnpotenzial und das echte Empörungspotenzial so abflachen können. Das heißt, wenn wir ständig Hitler einsetzen als Meme, das zu einer Witzfigur, zu einer Lachfigur wird, dann verliert die tatsächliche historische Reflexion, die Erinnerungskultur, die auch damit verbunden ist, ihre Kanten und ihr Potenzial. Hättest du Angst, dass sowas noch... Bist du gestumm, Adi? Ja, Entschuldigung. Also man sollte sich nicht über Hitler lustig machen dürfen? War das jetzt die Aussage? Naja, doch, sollte man dürfen, aber das Problem ist ja, dass dadurch man sich an die Erinnerungskultur irgendwie nicht mehr so erinnert und weil Hitler ist halt böse und... Ja, du, keine Sorge, der Geschichtsunterricht wird schon dafür sorgen, dass wir das nicht vergessen. Richtig, also... 4 Jahre Schuldkult hast du, oder 5, Abbrachenklasse, ja. Wie du sagst, ja. Und dann hast du ja noch irgendwelche, das geht ja, vor allem, wenn ich so nachdenke, das ging ja nicht nur im Geschichtsunterricht so, das war ja auch in allen anderen Fächern, also zum Beispiel Ethik eigentlich. Vor allem. Die Ethik, wo du dann halt Ausflüge hast zu, was weiß ich, Buchenwald oder so, was bei uns, halt zu irgendwelchen ehemaligen KZs. Oder Deutsch, wo du dann hier das 7. Kreuz oder sowas lesen darfst, oder die Schachnovelle. Genau. Ja, richtig, klar. Richtig, also das ging durch alle Bereiche, durch alle Fächer. Gut, jetzt Mathe, Physik und so nicht, das wäre ein bisschen komisch gewesen. Aber es ging durch viele Fächer. Was, in Physik? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Physik ist Magie durch Wollen. Oder so. Ja, genau. War das so? Ja. Was passieren kann? Ja, das sowieso. Mit dem ganzen Nazi-Kram, was dann aufkommt, dass sich da welche drin irgendwie vergucken und das auch mögen dann, dass dann alles nochmal kommt. Könnte auf jeden Fall passieren, glaube ich.
Und trotzdem gibt es an der Schule auch nach der Vereitelung des Amoklaufs wieder Probleme mit rechten Chats in der Klasse seines Kumpels. In der Klasse war das so schlimm, wurde dann auch hinter den Lehrern gezeigt, dass dann die ganze Klasse für eine Woche suspendiert wurde. Ja. Wir möchten jungen Menschen nicht vorschreiben, worüber sie lachen sollen, aber... Warte, wer wurde suspendiert? Die ganze Klasse, in die der Chat gepostet wurde. Also, die haben einen Klassenchat gehabt und haben halt ein, zwei Leute rechte Sachen gepostet. Da wurde die ganze Klasse suspendiert. Also, die ganze Klasse hat eine Woche Ferien bekommen. Ja. Das ist hart. Also, weitermachen. Und Verherrlichung fließend ist. Juliens Geschichte soll nachdenklich machen, denn ganz egal, wie man selbst gewisse Witze meint, würde man die trotzdem machen, wenn einer dabei ist, der sie ernst meint. In meiner Recherche schreibe ich auch mit einem Mann, der sagt, Hitler habe Jesus ersetzt. Der Holocaust sei die neue Original Sin statt des Sündenfalls von Adam und Eva. Er sei von Hitler einfach fasziniert. Für ihn sei er mehr Mythos als Geschichte. Gruselig. Denn 6 Millionen Juden sind beim Holocaust vernichtet worden. Die NS-Zeit ist kein... Was war denn das jetzt? Warte mal! Hä? Das wirkte gerade wie so eine richtige, wir müssen noch die Checkliste abarbeiten. Partner. Was ist denn jetzt hier los? In den letzten 30 Sekunden machst du nochmal ein völlig neues Fass auf Mädel. Und vor allem wieder dasselbe. Quelle Twasmibo, irgendein Typ tut dir hier irgendeinen Chat schreiben. Ich meine, das kannst du auch mit ChatGPT hier gemacht haben, oder hast du denn gesehen? Oder dir selber ausgedacht haben. Ja. Was für eine Scheiße. Naja, selber kann sie sich nicht ausgedacht haben, also da, das würde ich... Ja, da fehlt dir das Einfühlungsvermögen, aber... Ja. Alter, ist das schlecht. Okay, so, wir schauen noch bis zum Ende. Zeit ist kein Mythos, sondern der dunkelste Abschnitt deutscher Geschichte. Unsere neue Reportage gibt es jetzt schon in der ARD-Mediathek. Achso, na gut, das war's. Gut, also nochmal den Schuldkult reingedrückt anscheinend am Ende, das musste sein. Ja. Für den Fall, dass man es im Geschichtsunterricht vergessen hat. Also irgendwie triggert mich das, dass die bezahlt werden mit ihren, sag ich mal, journalistischen Standards für öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten. Also das sind so viele Schnitzer dabei, finde ich einfach. Das haben wir jetzt hier zu Genüge geklärt. Und gerade das letzte Beispiel nochmal, also die letzten zwei Sachen mit dem Amoklauf und dann jetzt hier noch mit dem Chat. Also das ist so viel. Wir reden einfach mal, wir sagen einfach mal, wie es ist und Quelle, was und wo. Also gerade bei dem Amoklauf hätte man ja einfach so eine örtliche Zeitung einblenden können mit, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt hier, Max.w, vereitelter Amoklauf vom da im Stadt so und so, ne? Ja. Dann hätte man nochmal nachschauen können, aber so? Ganz ehrlich, das ist doch ein extrem geiles, heißes Thema, was euch super scharf machen würde, euch ganzen linken Journalisten, wenn es hier einen rechten Amoklauf nochmal gibt oder irgendwas geplant ist. Dann macht doch daraus eine eigene Doku. Also, oder ist da vielleicht das Problem, dass man dann denken würde, naja, da ist doch gar nicht so viel dahinter. Also wenn ich mir Hanau angucke, ne? Ja eben, da wurde so viel dazu gemacht. Also deswegen wundert mich das völlig, dass das hier so untergeht. Also klar, es war so als Höhepunkt der Doku angesetzt, aber es war halt dafür so dünn. Ja. Nee. Schwach. Wir können es halt einfach nicht. Nee. Aber gut, Y-Kollektiv, vielleicht ist das nochmal was für zukünftige Videos, vielleicht gibt es da noch anderes Schönes. Generell, wenn ihr Themenvorschläge habt für uns, schreibt uns gerne in die Kommentare. Generell, ihr könnt uns gerne einen Kommentar schreiben, liken, abonnieren, ihr kennt die ganze Scheiße. Ja, Amen. Uns. Jawohl, früher haben wir das YouTube-Gebet dafür gesprochen, jetzt sprechen wir es aus. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Arti, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ein paar Memes schaden nie. Und fuck, nicht Sprüche klauen, ja. Haut rein. Tschüss.